Das Ende der Popularitätswelle von Netflix könnte bald beginnen. Disney plant, in den Streaming-Markt einzusteigen und eigene Inhalte von Disney, Pixar, Marvel und auch Star Wars auf dem Streaming-Dienst Disney Plus unterzubringen. Das könnte natürlich massive Einnahmeeinbußen für den Streaming-Giganten Netflix bedeuten. Daredevil indes soll fürs Erste auf Netflix bleiben. There are other ways to see. Wofür wir sehr dankbar sein können, da die realistisch düstere Stimmung samt Charakterentwicklungen nicht in das witzig bunte MCU passen würden. It's perfect, thank you. Aber es bedeutet eben auch mehr Vielfalt auf dem Markt, da sich Netflix jetzt neue Strategien einfallen lassen muss, um mit der Konkurrenz umzugehen. Wir präsentieren euch jetzt die 5 besten Serien, die Disney wahrscheinlich für den Streamingdienst anbieten wird. Bevor wir jedoch mit dem Video beginnen, vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Viel Spaß! Nächstes Jahr erwartet uns endlich der neue Avengers-Film, dessen Name bislang immer noch ein gut gehütetes Geheimnis ist. Das könnte dann auch für einige Avengers der letzte Film sein und vielleicht sterben auch endlich mal ein paar Superhelden. Aber da hat Disney im Notfall bereits vorgesorgt. Speziell die Helden Falcon und Bucky Barnes, Helden der zweiten Reihe, könnten dann in ihrer eigenen Serie glänzen. Das Ganze könnte dann eine Art Buddy-Komödie werden, die ganz wie Disney-Filme auch mit einer ordentlichen Portion Humor gespickt sein könnten. Zu sehen bekommen wir dann eventuell, wie sich die beiden auf separate S.H.I.E.L.D.-Missionen begeben und wie Cap einst in The Winter Soldier für S.H.I.E.L.D. arbeiten und so in bewaffnete Konflikte eingreifen können. Das Ganze jedoch ist weitaus weniger düster und brutal, wie es die Marvel-Kollegen auf Netflix sind und waren. I hate you. Disneys erster und bislang einzig erfolgreicher Film der Star Wars Anthology-Reihe soll ebenfalls eine Serie bekommen. Die Serie soll aber keine Fortsetzung werden. Wie auch. We need to stop this weapon before it is finished. Sie soll vor den Ereignissen rund um den Kampf um die Todesstern-Baupläne stattfinden und soll uns zeigen, wie der Rebellenpilot Cassian Andor Teil der Rebellion wurde, wie er für Freiheit und Einigkeit in der imperialen Galaxis kämpft. Laut einer Pressemitteilung sind Geschichten voller Spionage und mutiger Missionen, um Hoffnung zu schüren in einer Galaxis, die sich im Griff eines unbarmherzigen Imperiums befindet. Somit könnten wir dann auch sehen, wie Andor zu seiner loyalen Crew gelangt und wieso er ohne zu zögern bereit ist, sich auf die Selbstmordmission zu begeben. What? Wir haben die Marvel-Serien bereits angesprochen, aber noch nicht abgeschlossen. Marvel hält fest an der Strategie, Figuren eigene Serien zu geben, die noch keinen eigenen Solofilm verbuchen können. So auch die mächtige Hexe des MCUs. Scarlet Witch, also Wanda Maximoff, soll ebenfalls eine heiße Kandidatin für eine eigene Serie sein. Die Ereignisse sollen meist vor Infinity War spielen und mit der Wanda-Serie können wir viel tiefer in die magischen Aspekte der Marvel-Disney-Welt eindringen. Auch die Schauspielerin Elizabeth Olsen soll ihre Scarlet Witch auch in der Serie spielen. Eine gute Nachricht für alle Fans, die sich jetzt schon keine andere Darstellerin mehr für diese Figur vorstellen können als die Amerikanerin. You're pulling your punches. Und nochmal Star Wars. Dieses Mal greift Disney auf einen bewährten Mitarbeiter zurück. Jon Favreau, der bereits die ersten beiden Iron Man Filme inszeniert hat und immer wieder als Tonys Bodyguard Happy Hogan auftrat, soll eine 10-teilige Serie inszenieren. Auch Gina Carano, die man bereits aus Fast and Furious 6 kennt, und Pedro Pascal, der bereits aus Narcos und Game of Thrones bekannt ist. Mit der unglaublichen Summe von 100 Millionen Dollar soll Favreau eine Serie rund um die Soldaten des Planeten Mandalore, die bereits in der animierten Clone Wars Serie zu sehen waren, inszenieren. Dort wurde uns auch die Death Watch und der Konflikt um Herzogin Satine gezeigt. The Mandalorian wird nach dem Fall des Imperiums und dem Aufstieg der Ersten Ordnung spielen und die noch namenlose Hauptfigur muss sich in einer zerrütteten Galaxis behaupten, die noch an den Folgen des imperialen Regimes leidet und sich bereits der nächsten Bedrohung gegenüber sieht, den Resten des Imperiums. Imperiale Anhänger, die noch immer fanatisch an die scheinbar moralische Legitimierung ihres Unterfangens glauben und sich der freiheitlich-demokratischen Rebellenbewegung entgegenstellen und somit selbst zu Rebellen werden. Fraglich ist noch, auf wessen Seite sich der Mandalorianer stellt oder ob er sich überhaupt auf eine Seite schlagen wird oder vielleicht seine eigene Seite ist. Defend her, if you will. Und ein letztes Mal Marvel. Der wohl populärste Charakter des MCU nebst Iron Man und Captain America. Weder Held noch Bösewicht wird Loki oft fälschlicherweise als der beste oder mittlerweile auch als zweitbeste Schurke des Marvel-Universums bezeichnet. Jetzt soll auch Thors Adoptivbruder nun seine eigene Serie erhalten. Und vielleicht bekommen wir endlich die Jugendstreiche des God of Mischief zu sehen und mehr zu seiner Verbindung zu Thor und wie er in die Dienste des Titanen Thanos gelangte. Through the anus.
Zeitig wird Lokis Serie wohl auch vor dem verheerenden Infinity War spielen, auch wenn niemand wirklich an den Tod des Fanlieblings glaubt. Für uns ist die Aussicht auf mehr Loki jedoch den ersten Platz allemal wert. Your savior is here! Auf diese 5 Serien freuen wir uns auf dem Disney-Streaming-Dienst Disney Plus am meisten. Auf welche freut ihr euch denn am meisten und werdet ihr überhaupt Geld für Disney Plus ausgeben? Verratet's mir in den Kommentaren. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, das könnt ihr wie immer hier machen, und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr jetzt noch mehr coolen Content sehen wollt, schaut euch doch einfach diese beiden Videos hier an. Macht's gut!